Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wir haben uns wieder in unser Kämmerchen verzogen und genießen ein bisschen die Zeit zusammen, denn meine Look Fantastic Box ist angekommen. Jawohl, wir sind offiziell im Juni angekommen. Die Juni-Box von Look Fantastic ist auch da. Was ist an dieser Box so besonders? Es gibt ja ein paar zur Auswahl, ne? Diese kommt aus den UK. Heißt, wir haben hier englische Produkte, britische Produkte. Wir haben britische Marken. Wir haben viele Marken, die wir kennen, aber auch gerne mal noch Marken dabei, die wir vielleicht noch nicht kennen. Der Flyer ist erstmal ein QR-Code, aber dann, wenn ihr ihn geöffnet habt, auf Englisch. Das müsst ihr vorher wissen. Die Preise stehen in Pfund da. Pfund Sterling ist das dann. Ich mache es hier so, ich schreibe euch die Preise auf und schaue, in welchem Europreissegment ich das Produkt finde. Wenn ich euch das 1:1 umrechne, das kommt nicht ganz hin. Oft gibt es das ja auch im europäischen, im deutschen Markt. Und dann schauen wir einfach, was es an Euro kostet. Und am Ende habt ihr den gesamten Pfundpreis, den wir in der Box haben, und den gesamten Europreis, wenn ihr es hier in deutschen Stores kaufen würdet. Wenn man denn was findet. Manchmal ist es tatsächlich sehr exklusiv, dann suche ich ein bisschen länger, aber davon merkt ihr dann nichts. Ha! Das ist unsere Unibox. Sie kommt in einem Grün. Das ist die Box, in der keine Box drin ist. Heißt, wir machen hier auf und haben direkt unsere Produkte ohne weitere Umverpackung. Das ist hier ein ganz eigenes System, kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Dann wird hier runtergeklappt und dann, das ist schön für die Kamera, tudu, so hochgeschoben. Bitteschön. Da sind wir in der Regel bei einer grünen oder einer lilanen Box. Das ist so wiederverwendete Pappe und damit sparen wir Müll. Wir haben hier das Verpackungsmaterial. Da drin befinden sich die Produkte und hier ist unsere Karte mit QR-Code. Wir schauen jetzt mal, was wir finden, wenn wir den QR-Code scannen. 17 Euro kostet das Monatsabo, wenn ihr 12 Jahre abschließt. 12 Jahre. Könnt ihr auch machen. Nee, 12 Monate. Heißt, wenn ihr ein Jahresabo habt, zahlt ihr 17 Euro im Monat. Wenn ihr ein flexibles Abo habt, das ihr jeden Monat kündigen könnt, zahlt ihr 20 Euro im Monat. Da bin ich aktuell. Ihr könnt auch noch eine jährliche Zahlung machen. Also heißt ein Jahresabo und ihr zahlt alles auf einmal, dann spart ihr noch ein paar Euro. Aber so seid ihr bei 20 Euro flexibel oder 17 Euro im Jahresabo. Ne? So, wir haben hier unsere kleine Karte. Was steht denn drauf? Discover more about the brands. Okay, aber noch kein Motto. Gut, das Motto, ich glaube, das entdecke ich auch jedes Mal neu, jeden Monat wieder, dass das Motto erst im QR-Code steht. Falls ich ein bisschen heiser klinge, jawohl, ihr habt recht, ich bin heiser. Das ist bei mir, wenn ich krank werde, geht es sofort auf die Stimme. Das ist die Strafe für irgendwas, denn ich singe irgendwie den ganzen Tag. Wenn ich krank bin und es auf die Stimme geht, kann ich nicht mehr singen. Ich habe gerade wieder gesungen. Und habe es aufgenommen und dachte mir so, oh, ist mal eine andere Tonart. Ihr hört es auch. Ja, ist ein Traum. Pass on the fantastic feeling. Oh, sehr schön. Lieben wir. Das ist unser Motto. Zwei Freundinnen hier. Ich gehe mal davon aus, darum geht es. Pass on the fantastic feeling bedeutet, gib dein fantastisches Gefühl weiter. Also teile es mit Menschen, die dir nahestehen. Na? Nichts, wie war das? Oh, jetzt klinge ich ganz, wollte ich ganz philosophisch klingen, aber ich habe den Text schon vergessen. Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. So, ne? Heißt, wenn es euch gut geht, teilt das. Ein Lachen ist ansteckend, funktioniert alles, sind alles so schlaue Sätze, funktioniert aber tatsächlich. Ich mache das auch sehr gerne, wenn ich gute Laune habe, aber auch, wenn es mir nicht gut geht. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht, eine kleine Aktion gestartet. Ich habe einen beruflichen, ganz kurz, sonst müsst ihr vorspulen, ich beeile mich. Ich habe einen beruflichen Instagram-Account und habe da erzählt, dass der Tag nicht so gut war. Und dachte mir dann, passt auf, wir machen das jetzt mal so. Wir schreiben, ich weiß gar nicht wie vielen Leuten, aus unserem Kontakt, den 10 letzten Leuten, die mir geschrieben haben, schreiben wir jetzt, was wir toll an denen finden. Irgendwas Positives, irgendeine positive Nachricht. Und dann habe ich das gemacht und dann haben mir ganz viele geschrieben, dass sie es auch gemacht haben. Und das war so schön am Ende des Tages. Ich habe mir diese ganzen Nachrichten durchgelesen, wie reagiert wurde, was Menschen erzählt haben, wie die anderen reagiert hatten. Es war so schön und dann ist aus diesem schrecklichen Tag ein ganz toller geworden. Und das funktioniert tatsächlich auch auf der Straße, ne? Wenn ihr seht, dass jemand eine tolle Hose anhat, eine tolle Tasche oder was,
sagt es demjenigen. Ihr müsst euch wohlfühlen. Ist ein bisschen Überwindung, aber am Ende lachen beide. Es ist so schön. Ich lieb's. Also mein Thema. Finde ich total schön. Oder auch andersrum. Jetzt habe ich es gleich. Oh, ich bin schon, schon fast außer Atem hier. Wenn ihr jemandem, ich hatte das, also weiß ich nicht, wenn ich morgens in der Kita die Kinder abgebe, da gibt es ja so einen geheimen Code, ne? Morgens Kind abgeben, grüßen, rausgehen. Keiner hat Zeit, alle sind gestresst, weil der Morgen super ablief mit Kind. Da bloß nicht zu lange die Leute vollquatschen und wenn man das nicht will, ne? So. Und deshalb habe ich dann im Nachhinein der einen Mama geschrieben, dass ich das toll fand, wie sie das gelöst hat. Da gab es auch ein Problem. Und das kann man den Leuten einfach auch mal sagen, ne? Nicht nur bei sich denken, sondern auch mal mitteilen. Damit rettet man manchmal einen anderen Tag. So, und jetzt fangen wir an, dieses fantastische Gefühl aus der Box weiterzuleiten. Als allererstes habe ich hier nämlich etwas in einer wunderschönen Farbe. Also es ist eine meiner Lieblingsfarben, ne? So Petrolmint, diese Farbrange von Sweet, eine Pro Lash Lift Mascara. Schaut euch das mal an. Die mache ich auf, auch wenn es nicht so clever ist, denn ich habe gerade erst eine aufgemacht, aber ich muss sie so oder so testen. Ah, es gab sogar... Oh nein, jetzt fange ich hier nicht das Husten an. Es gab sogar eine Auswahl zwischen zwei Mascaren. Eine von beiden habt ihr in der Box. Eine KVD Beautiful Sleeve Long and Defined Tubing Mascara, 11 ml. Habt ihr mitgeschrieben? Oder diese Sweet Beauty Lash Lift Mascara, 8 ml. Ist also ein bisschen weniger. Aber ich vermute fast am Ende. Ist mir das noch nie aufgefallen. Okay. Wir haben hier also nur so ein Stäbchen und an einer Seite nur ganz, ganz feine Büsschen. Okay. Und die riecht ein bisschen frischer. Ich glaube, ich brauche was zu trinken. Wartet mal eine Sekunde bitte. Ach, dankeschön. Da sind wir wieder. Oh, das war ein Kuhschluck, ne? Kennt ihr das Wort? Das hat mein Vater immer gesagt. Ein Kuhschluck. Okay. Schaffen wir jetzt. Ich kann nicht immer nicht drehen, wenn ich irgendwas habe. Das geht nicht. Dann müssen wir jetzt durch. Sehr schön. Also, wir haben diese Mascara. Ich bin gespannt, wie das Ding funktioniert. Wahrscheinlich macht sie einfach lang. Genau, Lash Lift Mascara. Maximum Definition and Volume. Ich bin sehr gespannt. Man kann sie aufbauen in verschiedenen Schichten. Werden wir austesten. Ihr werdet informiert bleiben. Oh, das ist jetzt blöd. Und dann haben wir als nächstes ein Produkt von Murat. Okay, da haben wir auch zwei Auswahlprodukte. Einmal Step 1 und Step 2 oder was? Hier sind erstmal zwei Produkte abgebildet. Das ist jetzt heute ein bisschen kompliziert. Wir haben hier alles als Auswahl. Okay. Step 2 steht bei mir drauf. Rapid Dark Spot Correcting Serum. Also 5 ml ein Serum gegen Pigmentflecken oder Pickelmale. Gut. Das Produkt ist da drin. Oh Gott. Ja, so, es wird immer kleiner, je mehr wir auspacken. Und es ist schon dreckig. Was ist das denn? Ich glaube, es wollte auslaufen, aber es hat sich nochmal anders überlegt. Hier an der Stelle. Aber so sieht jetzt das Produkt aus, ihr Lieben. Ein Serum, 5 ml gegen Pigmentveränderungen. Werden wir dann mal austesten. Ich habe tatsächlich auch eine Stelle, an der ich, sieht man es hier ein bisschen, so einen kleinen Pigmentfleck. Ich weiß nicht genau, was es war. Also es sieht aus wie ein Pickel mal, aber es war kein Pickel da. Wer weiß, aber irgendwie will die Haut da nicht weg und es sieht ein bisschen dunkler aus. Vielleicht funktioniert das darauf, wir werden es sehen. Als andere Auswahl hätten wir noch als Alternative eine Vitamin C Glykol Serum Konzentration haben können. Okay, wir haben jetzt das Dark Spot Correcting Serum mit für alle Hauttypen. Das ist schon mal schön. Hier steht gar nicht drin, was da drin ist. Wie funktionierst du denn? To help correct and prevent the look of dark spots on, ja. For a wide range of skin types, ja. Ins Gesicht einmassieren und dann Feuchtigkeit und Sunscreen drüber.
Oh, schade, steht nicht drin, welche Wirkstoffe. Und es ist wirklich sehr klein. AHA. Okay. Ja, also es sind nicht wirklich viele Informationen, aber ich kenne die Marke noch nicht. Das ist ganz cool. Ich hoffe mal. Ich bin gespannt. So, wir werden es ausprobieren. Oder meine dunkle Stimme heute sagt, ja. Ich werde es ausprobieren. Probieren. Glycerin, ja gut. Aminosäure. Reisaminosäure. Okay, das bringt euch nichts, wenn ich jetzt hier irgendwelche englischen Sachen versuche, für mich auf Deutsch zu übersetzen und euch vorzulesen. Wir gehen mal weiter. Ich habe jetzt hier etwas Großes. Erinnert uns ein bisschen an Sisi, ne? Von der holographischen Verpackung. Trigwell Cosmetics Velvet Powder Puff. Yes. Ich liebe Powder Puffs. So, ich zeige es euch mal so. Und jetzt packen wir es aus. Das ist ja riesig. Und das sind zwei. Wartet, wartet, wartet. Oh, wenn ihr die seht. Halleluja. Halleluja. Ist der falsch rum? Yes. Huch, ich bin ganz aufgeregt. Passt mal auf. Ich habe zwei riesen Powerpuffs, Powderpuffs. Jetzt kommt's, Powerpuff gilt auch. Ich zeige euch mal eben. Das ist mein klassischer, den ich gerade benutze für Concealer. Ja? Dann hatte ich den von Brushworks drin und habe gedacht, oh, der ist ja richtig schön groß. Wie cool ist das denn? Die jetzt sind noch größer. Das sind Riesen-Oschis. Ne, die Riesen-Oschis sind patentiert, ne? Die hat jemand anders. Super, super weich. Ähnlich wie die von Brushworks, ja. Fast noch weicher. Oh, krass. Und hier ist noch Schaumstoff drin. Die sind richtig... Oh nein, was? Jetzt glitzert das schon. Seht ihr das? Aber ich habe hier nichts Glitzerndes. Und das sah nur so aus. Also, Riesenteile. Zwei Stück. So zeige ich sie euch mal. Krass. Riesengroß. Hier können wir locker mit drei Fingern rein. Also sogar der kleine passt noch rein. Ne? Das ist tatsächlich... Und da können wir uns richtig schön mit abpuffern. Sehr cool. Ich liebe Sponges, Powder Puffs, alles Mögliche. Ne? Und die sind ja riesig. Die finde ich ja mega gut. Die finde ich ja mega gut. Hört ihr mich, wenn ich flüster? Das können wir auch so weitermachen. Das war was anderes. Was war das denn für ein Gesicht gerade? Wir haben die besten Gesichter hier immer dabei. Ne? Gewöhnt euch dran. Dann haben wir Produkt Nummer 4 von This Works. Perfect Lex Skin Miracle. Oha, ein Tinted Multivitamin Serum mit Karamell. 20 Milliliter. Wieso denn für die Beine? Perfect Lex Skin. Also ich denke jetzt gerade an Rasur. An so ein Rasurserum. Huch. Die Seite dreht durch. Dankeschön. Perfect Lex Skin Miracle Instant 10. Okay, das bräunt. Aber with Caramel to prep, polish and glow. Caramel heißt dann, dass es bräunt. Das ist ja gefährlich hier. Cruelty free und vegan. Ja, yeah, this works. Prep, polish and glow with this tinted body serum. Mit Vitamin C und Karamell für einen natürlich aussehenden Tan, eine Bräunung. Oha, 20 Milliliter, also eine Wade. Keine Ahnung. Also viel ist es nicht, ne? Testen wir mal aus. Aber selbst wenn es gefällt, dann ist es leer. Also mal schauen. Tatsächlich geben viele immer Bräunungsprodukte weiter, ne? Weil sie sagen, benutze ich nicht. Kann ich verstehen. Ich habe mir aber vorgenommen, ich will das mehr austesten. Ich will das tatsächlich mehr, nicht dein Ernst, mehr testen und mich ein bisschen rantrauen und ranwagen. Kann ja gut aussehen. Und wenn nicht, testen wir es halt erstmal an Stellen, die sonst eh keiner sieht. Wir haben hier ein Avant-Produkt. Und zwar, ich dachte gerade eins, das ich gerade schon hatte in meiner letzten Glossybox. Ich habe nämlich... bei Glossybox Mystery Boxen bestellt. Spoiler jetzt, tut mir leid. Aber ich glaube, es ist nicht dasselbe. Nee. Ich hatte eins, das sage ich euch jetzt nicht. Müsst ihr gucken ins Glossybox Video. Ich will nicht spoilern, das ist total blöd. Habe ich jetzt schon zu viel. Sondern ich habe hier Quintessence von Avant. Und ich muss sofort schauen, jetzt sieht man es schlecht, ne? Wie das riecht. Ja, aber selbst auf dem Foto hier im...
Im Flyer sieht ihr es nicht besser. Ich dachte, ich zeige euch das dann, weil es halt durchsichtig ist. Wir haben 10 Milliliter. Dieses andere, was ich habe, riecht wie einer meiner Lieblingsdüfte aktuell. Mega Treffer. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, frisch floral, warming amber, also es könnte holzig sein, zesti Mandarin und Orangenblüte. Mit Aroma von Jasmine, Orchidee, Jasmine, auf Deutsch Jasmin, Orchidee, Vanille, Nusspraline und Patchouli. Okay, passt auf, das könnte so erdig und warm sein, dann wäre es genau meins. Könnte aber auch viel zu floral sein. Wir testen mal. Nee, ich glaube, es ist auch geil. Okay, auf der Haut. Oh, das ist, glaube ich, auch geil. Macht Avant gute Parfüme? Was ist denn da los? Habe ich was verpasst? Es riecht so frisch. Es riecht warm und holzig, aber frisch dabei. Das andere ist, oh, jetzt wird es blumig. Mag ich nicht so. Aber ich lasse es mal wirken. Bei dem anderen, es hat sehr warm und holzig und dunkel gerochen. Dann wurde es blumig und dann wurde es aber richtig schön perfekt warm, knusprig. Und das jetzt riecht auch wohlig, aber frischer. Warm und frisch wie ein Cocktail am Pool. Und ganz leicht, tatsächlich. Ich muss mich richtig anstrengen, was zu riechen. Ganz leicht. Okay, den werde ich weiter ausprobieren. Ich vermute, der andere ist mehr meiner. Das war jetzt Quintessenz, ne, ihr Lieben? Aber super frisch. Wie so ein, ja, wie so ein Sommertag am Pool, so ein bisschen, ne? Das Parfüm ist noch da, aber nicht mehr so stark. Nicht schlecht. So, dann haben wir das letzte Produkt. Das Ding hier ist leer. Letztes Produkt, Philip Kingsley. Yes, lieben wir, ne? Der Elasticizer Booster für die Haare. Entschuldigt, ich zeige euch den mal kurz und trinke wieder unauffällig mit Kuhschluck. Ihr hört das bestimmt richtig, ne? Oh, Achtung. Ja, wenn man unauffällig trinken will, wird ja immer schlimmer. Also mache ich euch da einen Ton drüber. Oder ich höre es viel doller als ihr. Ein Conditioner, Après-Shampoo-Reparateur, genau. Die Produkte sind super, ne? Von Philip Kingsley kann man nicht viel sagen. Restoring Conditioner, 20 Milliliter. Eine Hair-Maske. Hier steht, diese Haarmaske konditioniert, also, ja, konditioniert, nee, spült, eine Spülung ist das deutsche Wort, deine Haare und macht sie frizzfrei. Fürs tägliche Bürsten und Stylen, ja gut. Für 5 bis 10 Minuten drauf lassen. Okay, auch 20 Milliliter werde ich auch austesten. Und damit sind wir durch. Ich schaue mal, ob uns hier noch was angeboten wird. Nee, jetzt kommt die Werbung für die Produkte, die wir haben. Ich weiß, es ist super nervig. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr Lieben, ich will nicht immer Videos ausfallen lassen. Wartet mal bitte. So, wir haben uns alle ein bisschen beruhigt. Das war die Lookfantastic Box für Juni 2024. Ich habe euch hier den Gesamtwert ausgerechnet. Wie gesagt, beide Währungen. Ne? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. 20 Euro oder im Jahresabo 17 Euro, brauche ich nicht zu sagen. Also allein das Avant-Parfüm. Ne? Sehr cool. Es wird tatsächlich blumiger. Das ist das, was bleibt. Und ich glaube, das ist dann nicht so meins. Aber ist nicht schlecht. Sehr cool. Wir haben... was war jetzt das? Ach so, wir teilen, genau. Unser Motto war, wir teilen. Deshalb haben wir ganz viele Auswahlprodukte. Entweder die Mascara oder eine andere. 2 Powder Puffs, die können wir tatsächlich teilen. Das Parfüm kann man teilen. Ja gut, man kann alles teilen. Wobei eine Haarmaske 20 Milliliter, da gibt es nicht so viel zu teilen. Ne? Ein Tanning Serum 20 Milliliter. Ich weiß nicht, jede Freundin einen Arm oder so. Das ist jetzt nicht so viel zum Teilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zum Motto passt. Aber die Produkte an sich finde ich gut. Ich bin auch gespannt auf das Anti-Dark-Spot-Serum tatsächlich. Finde ich gar nicht so schlecht. Und damit sind wir durch. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Ich werde es auch nicht im Titel irgendwo anteasern oder so. Das ist wieder nur für die Leute,
Leute, die bis zum Schluss hier bleiben, ne? Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, euch dann irgendwelche Fragen zu fragen. Und jetzt machen wir es tatsächlich so. Ich schulde euch noch eine Verlosung. Und ich mache jetzt, ich fange jetzt damit an. Ich habe zwei Pakete für euch vorbereitet und werde irgendwann jetzt in den Videos am Ende diese Verlosung reinhauen. Heißt, schaut bis zum Ende durch und dann könnt ihr mir auf eine Frage antworten und seid damit im Lostopf. Ich habe die 1000 geknackt und dafür schulde ich euch noch was. War jetzt ein bisschen holperig, aber jetzt fangen wir an. Und das hier ist das erste Paket, was ich für euch gepackt habe. Vielleicht seht ihr schon ein bisschen was. Wir haben heute schon ganz kurz über Sisi gesprochen. Und in diesem Paket sind Sisi-Produkte drin und andere koreanische Produkte, die ich mit euch teilen möchte. Nicht nur koreanisch, ich habe auch noch was dazu gequetscht, damit es voll ist. Aber wir haben hier Sisi. Sisi kommt aus China, Hongkong. Ich habe koreanische Sachen dabei und ich habe noch ein paar andere Sachen dabei. Das ist mein kleines, aber feines Geschenk für euch. Kommt in einer Goodiebox, nicht wundern. Das passt relativ gut. Und wenn ihr in den Lusttopf rein wollt, ich lasse es eine Woche lang laufen, die Verlosung, dann beantwortet ihr mir unten die Frage. Ich bin richtig gut vorbereitet. Die Frage, was trinkt ihr am liebsten? Euer Lieblingsgetränk. Ich möchte heute wissen, was ist euer Lieblingsgetränk? Dann haut ihr mir bitte doch noch rein, Hashtag 1000. Dann weiß ich noch, warum ich diese Verlosung überhaupt angefangen habe. Und dann lose ich in einer Woche aus. Ich habe ein paar Bedingungen, die liegen nicht an mir, die liegen an uns allen. Ihr müsst über 18 sein, bitte in Deutschland wohnen, sodass ich ihn nach Deutschland verschicken kann auf jeden Fall. Ihr müsst öffentlicher Abonnent sein. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr öffentliche Abonnentin seid, dann gebt mir Bescheid, dann schaue ich nach. Da hat Hanni mal ein ganz tolles Video gemacht, über das man herausfindet, wie man öffentlicher Abonnent wird, wie man das einstellen kann. Und was noch? Öffentlicher Abonnent wäre toll. Das Video einmal liken mit einem Daumen, genau unten mir die Frage beantworten. Und dann lose ich in einer Woche aus. Ich schreibe noch alles rein in die Infobox. Das ist dann der Hint dafür, dass hier eine Verlosung läuft. Und dann sage ich euch Bescheid, wer gewonnen hat. Und das war meine Lookfantastic-Box. Jetzt hat es sich mal richtig gelohnt, dran zu bleiben bis zum Schluss. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das geht als kleine Entschädigung für meine Stimme und das Husten und das Trinken. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns ganz bald wieder.